Good morning in the morning. Morgen. Heute geht es um das Thema Weltreisetoiletten. Ich habe dich amüsiert, das ist schön, dann können wir starten. Es geht auf unseren täglichen Spaziergang und heute geht es um das lustige Thema, wie unterschiedlich sind die Toiletten auf dieser Welt und ja, was haben wir denn mit diesen Toiletten alles so erlebt? Ja, das ist ein recht witziges, ja, ein witziges Thema, würde ich sagen. Aber man muss ja auch ab und zu mal witzige Themen aufgreifen. Oh, gehen wir lieber in die Richtung. Da kommt der Opi. Das ist nämlich unser Unterhaltungs-Opi. Und der labert uns dann immer meistens eine Stunde hier zu. Das stimmt, ja. Die lustigen Toilettengespräche. Lustige Toilettengespräche, ja. Ja, wir hatten ja interessanterweise sogar einige Toiletten als Schlafplätze, ne? Ja. Wir hatten einige Toiletten als Schlafplätze, schön neben den Urinalen. Ja. Das war ziemlich urinal. In Großbritannien zum Beispiel, da war es ja so, dass wir ganz oft in Kirchen übernachtet haben. Und also da gibt es ja dieses Champing in the Church, also Camping in the Church. Ja. Das heißt, man kriegt dann einfach in der ganz normalen Kirche, meistens diese kleinen Dorfkirchen, kriegt man einen Schlafplatz. Und die hatten es ja oft so, dass wir zum Arbeiten am Nachmittag dann ganz gerne so jeder so seinen eigenen Raum hatte. Ja, seinen eigenen Space. Weil jetzt hat Heiko zum Beispiel gerade irgendwie einen Filmschnitt gemacht oder ich habe dann einen Text geschrieben oder andersrum oder wie auch immer. Und da es ja in diesen Kirchen in der Regel nicht so viele Räume gibt, das ist ja eigentlich ein großer Saal, habe ich dann auch ganz oft die kleinen angebauten Toiletten als Büro hergenommen. Ja, ja, oder wenn zum Beispiel da eine Heizung drin war, wenn der Kirche nicht. Stimmt, ja. Dann hat man da halt die Heizung angedreht. Das war immer sehr, ja, das war einfach sehr entspannend, würde ich sagen. Ja, und die hatten vor allem immer diese großen Wickeltische drin. Die konnte man runterklappen, seinen Laptop draufstellen und hatte dann gleich einen Schreibtisch. Ja, das war natürlich herausragend. Ja, möchte quasi, man fast sagen. Quasi Klo-Luxus. Klo-Luxus. Ja, wir hatten dann öfters auch mal in so großen Hallen, also Sporthallen, wo wir nächtigen durften. Stimmt, und wo natürlich die Hallen im Winter nicht geheizt waren. Das stimmt. Und da haben wir uns auch die Toilettenräume genommen. Und bei den Toiletten, wenn du da die Elektroheizer angemacht hast, die waren ja dann trotzdem in 2-3 Stunden warm. Ja. Dann ging es ja auch wieder. Vor allem in Frankreich. Da haben wir ganz oft diese riesengroßen Festsäle bekommen. Und da waren es ja wirklich oft die Toiletten, die dann die angenehmsten Räume waren. Oder? Ja, also vor allem die wärmsten. Mhm, die wärmsten, ja. Weil du durftest ja nicht erfrieren wie heute. Es ist echt kalt, ja? Es ist super kalt heute. Angeblich hätte es Frühling sein sollen, aber es ist wirklich kalt. Irgendjemand hat diesen Frühling abgestellt. Keine Ahnung warum. Ja, dann gab es ja einmal in Luxemburg die Situation mit dem, dass der Pfarrer niemanden einladen darf mehr. Ja. Ne? Also diese Geschichte. Genau, da gab es nämlich eine neue Regelung. Also die ganze Kirche ist quasi verstaatlicht worden. Und sogar die Pfarrhäuser selber, also die Häuser, wo die Pfarrer drin gewohnt haben, gehörten quasi dem Staat. Ja, genau. Und der Pfarrer hatte nur noch das Nutzungsrecht und hätte beim Bürgermeister jeden Gast, sogar wenn er seine eigene Mutter einlädt, also zum Essen war okay, aber wenn die über Nacht bleiben wollte, hätte er die vorher anmelden und um Erlaubnis fragen müssen. Was für ein kranker Wahnsinn. Ja, absolut. Also. Und dementsprechend durfte der uns nicht einladen, also auch wenn er es gewollt hätte, wo wir gefragt haben. Und wir haben dann gesagt, also neben seinem Haus gab es eben die öffentliche Toilette. Ob es okay gewesen wäre, wenn wir dort drin übernachten, ne? Ja, ja, genau. Und nicht einmal da rein durfte er uns einladen. Er hat dann uns ewig weit gefahren. Stimmt, ja. In die Jugendherberge. Das war. Und da mussten wir nicht in der Toilette schlafen. Da mussten wir nicht in der Toilette schlafen, ne. Das war ein total skurriler Tag, weil da sind wir, ich glaube, ungefähr 6 Kilometer entfernt von dieser Jugendherberge gestartet. Ja. Und ich glaube, über 40 Kilometer gewandert und am Ende in dieser Jugendherberge gelandet. Und da hätten wir natürlich auch gleich am Anfang landen können. Das wäre dann leichter gewesen. Ja, das war total geisteskrank. Absolut. Also wenn wir da hingegangen wären und wir hätten angefangen zum Arbeiten, das wäre
Wäre am gescheitesten gewesen. Wäre am gescheitesten gewesen. Ja, hätten wir uns den ganzen Affenzirkus gespart. Wir hätten natürlich auch diese Toilettenstory nicht erzählen können. Nee, wir hätten diese Toilettenstory nicht erzählen können. Dann hatten wir ja, einmal hatten wir so ein, diese italienischen Toiletten von früher, also wo unten ja dieses Becken drin ist, wo man sich dann auf diese Riffelungen draufsteht und dann ist ja in der Mitte nur so ein Loch. Und das hatten wir ja einmal, das war dann unsere Dusche. Stimmt, das war eine, ganz, von oben bis unten. War eine ganz sonderbare Kombination. Da war das eben als Duschbecken genutzt und oben drüber war einfach ein Wasserhahn und halt also, ein ganz also normaler Duschkopf. Also wenn du halt aufs Klo musstest, dann hast du das Gitter weggetan. Ja. Und wenn du halt duschen wolltest, hast du das Gitter runter. Genau, und nicht jeder, der aufs Klo wollte, hatte das Gitter auch wirklich vorher weggetan. Ja, das war echt, das war... Aber wir hatten schon echt sehr, sehr viele super ekelhafte Toiletten. Ich fand auch in Italien einmal, da waren wir in so einem ganz abgefahrenen Dorf, was irgendwie auf zwei Bergspitzen lag. Was ging dann so auseinander? Oder zwei Bergkämmen oben. Und da hatten wir auch so ein ganz altes Gebäude, was wir bekommen haben. Und diese Toiletten haben ja wirklich ausgesehen, als könnte man da einen Horrorfilm drehen. Ja. Also wirklich wie beim Exorzisten oder so. Ich weiß gar nicht, das war so ganz, ganz... düster. Ganz abgefahren, so ganz düster und das hat einen richtig gegruselt, wenn man da pinkeln musste. Es gab ja so manche Länder, die ja diese Plumpsklo-Toiletten hatten und wo man dann nachts halt raus musste, um dann dahin zu gehen. Ja. Und das war ja teilweise dann schon echt scary auch so ein bisschen. Also wo man gemerkt hat, okay, also das fühlt sich jetzt gerade... Also ich finde so in den kleinen Dörfern nie... Nö. Aber so in den größeren Städten oder so, ne, da war schon so alles so im Balkan drüben. Naja, wir hatten ja einmal in Italien auch zum Beispiel, das war an deinem Geburtstag, glaube ich, da haben wir so einen kleinen so einen Saal gekriegt, wo normalerweise die Kinder auch Kommunionsunterricht haben. Und da war aber sonst nichts. Da war nur dieser kleine Raum. Ja. Und dann haben wir einen Schlüssel für die öffentliche Toilette der Stadt bekommen. Und die war irgendwie auf der anderen Seite des Marktplatzes und dann noch drei Straßen weiter. Oh, stimmt. Da musste man, glaube ich, fast eine Viertelstunde bis zur Toilette gehen. Dann. Ja, galoppieren. Du. Vor allem in der Früh. Ich musste auf die Lunte. Du. Leck mich am Arsch. Hat mir irgendwas mit Chili gegessen, glaube ich, vorher. Ja, nachts bin ich dann einfach nur mit meiner Unterhose raus, weil es eh so heiß war. Und dann darüber gegangen. Alter Schwede, das war aber auch wirklich eine abgefahrene Nummer. An Weihnachten, wo wir die Freilufttoilette hatten, war auch großartig. Also Weihnachten ist ja eh immer so ein Ding, wo du relativ schwer am Platz kriegst, weil da geht es ja um dieses Thema mit Maria und Josef. Ja, man kann ja sagen, Leute an Weihnachten abzulehnen, wenn sie einen Schlafplatz brauchen, hat ja eine gewisse Tradition in unserer Gesellschaft. Eben, und da die kann wurde man dann vor halt 2000 Jahren begonnen und die das muss hat man auch, so beibehalten. Das muss man an dem Tag... eben auch am 24. beibehalten. Ja, mit solchen Traditionen soll man ja auch nicht brechen. Nee, kann man ja nicht bringen. Das ist ja Blödsinn. Die guten alte Werte wie Gastunfreundlichkeit. Ja, ja, das muss man schon lassen. Das muss man schon irgendwie beibehalten. Aufregen, genau. Ja, und da war es eben auch so, wir haben keinen Platz auftreiben können, außer eben einen. Und es war eine alte Schule, die war zur Hälfte schon abgebrochen. Mhm. Also die wurde schon das Dach weggerissen und alles. Und wir hatten unten noch einen Raum. Da war Findet Nemo an die Wand gemalt. Da hatten wir Gott sei Dank ein Dach. Ja. Und auch sogar noch zwei Fenster von dreien. Das war ganz gut. Das andere haben wir mit einer Matratze zugestopft. Mit so einer alten... Ja, Matratze. Matratze, ja. Irgendwas, was das Ding halt war. Ja, und dann ging es an sich schon auf die Freilufttoilette. Da sind wir ja beide zum Kacken hoch. Und dann sitzt du da, kannst du so den Sternenhimmel begutachten. Ja, das war schon schön. Ja, in Italien kann man sowas machen. Ja, ja, woanders wäre es zu kalt. Mhm. Oh, ich fand jetzt, wo man so in den nicht in der kalten Jahreszeit, aber Schweden, Finnland, Norwegen war halt einfach kalt nachts. Ja, ja, schon. Ja, und wenn du da in den Stugas... in diesen kleinen Waldhütten warst oder in den Kirchen ohne Toiletten und du musstest halt nachts raus, da war es einfach zu kalt. Also
Für die kälteren Regionen haben wir uns auch sogenannte Uri-Bags besorgt. Also das sind so, also stellt euch einfach vor, so ein altes Aquafilm-Döschen. Da tust du dein Zapateos rein. Und auf der anderen Seite hängt ein Luftballon. Und da genau, so ein großer Gummiballon. Und da geht dann die Flüssigkeit rein. Und dann hast du so einen Stopsel vorne, um das halt dicht zu machen. Ja. Und das ist halt super angenehm. Absolut. Du musst nicht aus dem Schlafsack raus. Du kannst, auch wenn man jetzt, ich weiß noch, im Balkan jetzt diese ja, 180, 190 Tage, die wir durchgehend im Zelt verbracht haben. Mhm. Am Anfang ist es ja schon komisch, in der Nacht neben jemanden anderen zu pinkeln und zu sagen, ich pinkel jetzt einfach mal in so einen Beutel rein. In meinem Schlafsack. In so einen Känguru-Beutel und dann im Schlafsack. Ab und zu sappt es dann mal raus, dann hast du die Scheiße irgendwo rumliegen. Das Thema bei den Dingern ist, dass die sind wirklich gut und haben ja auch sehr, sehr gut funktioniert. Ja. Aber sie halten aufgrund dessen, dass es ja ein Gummibeutel ist, ungefähr mit intensiver Nutzung ein halbes Jahr. Ja, dann sind die Weichmacher draußen. Und dann sind die Weichmacher draußen und dann reißt eben das Gummi leicht ein und es gibt kleine Löcher. Und jeder, der schon mal versucht hat, Wasser in einer Tüte voller Löcher zu transportieren, weiß dass was dann passiert. Keine gute Idee ist. Ja. Und dann kannst du erstmal wieder deinen Schlafsack waschen, ja. In irgendeinem Bach und dann wieder aufhängen. Das ist eine ganz, ganz tolle Nummer. Absolut. Irgendwann, wo die kaputt gegangen sind, haben wir uns dann für eine Punika-Flasche entschieden. Punika hat so eine schöne große Öffnung. Mhm. Da kannst du ordentlich reinpinkeln. Wir mussten dann einen Tag als... da gab es noch eine andere Geschichte. Das war jetzt nicht auf der Weltreise, aber auf einer anderen Reise. Das war in Neuseeland. Und da hat ein Unwetter eingezogen, komplett. Das stimmt. Und da waren wir so in der Mitte des Feldes. Dumme Idee, aber wir... also es war nicht vorauszusehen, dass das passieren wird in dieser Nacht. Ich weiß nicht, was da war, aber es war auf jeden Fall echt ziemlich skurril. Und dann haben überall neben uns rechts und links die Blitze eingeschlagen. Ein Baum hat auch gebrannt gehabt, also es war wirklich absolut gefährlich. Mhm. Waren dann auf den Gummimatten gekniet, dass wir keine Berührung zum Boden hatten, also dass uns nichts passieren kann. Und ja, dann musste man halt pissen. Scheiße. Und das Einzige, was wir da hatten, was die passende Öffnung hatte, war eine Pringles-Packung. Und da war aber noch ein Drittel des Stoßes drin. Das musste dann noch hastig gefuttert werden, weil man will ja nichts kaputt gehen lassen. Ja, und dann habe ich mal geguckt, ob so eine Pringles-Packung dicht ist. Und wie dicht ist sie? Ja, also es geht. Du kannst reinpinkeln und wenn du es dann gleich rausstellst, geht's. Und dann sappt es mit der Zeit durch. Aber es braucht wirklich eine Zeit. Also okay, es geht. Also es ist... machbar. Ja, insgesamt hatten wir schon viele skurrile Momente. Ich fand zum Beispiel die eine Aktion auch in Rumänien, im Mückengebiet. Ja. Ja, die war schön, ja. Ganz toll. Da war, da haben wir irgendwie falsches Wasser erwischt. Es gibt ja kein falsches Wasser, sondern einfach nur dein Magen ist nicht angepasst. Und oder es war toxisch belastet, wir wissen es nicht. Ja. Auf jeden Fall haben wir ordentlich Ramadammer gehabt. Und jetzt waren wir allerdings, da war das Donaudelta war überflutet. Und dadurch ist aber eine exorbitante Mückenplage entstanden. Ja, also die heftigste, die ich jemals in meinem Leben gesehen habe. Ich auch. Also ich hatte Song of Mosquitoes. Also da setzt du dich einige Tage in Sümpfen den Mücken mit einem freien Körper aus, um eben damit zu trainieren. Und es war ein feuchter Scheißdreck dagegen. Mhm. Und da hast du immer so 80 bis 100 Mücken an deinem Körper gehabt. Also von der kritischen Masse her. Aber da, das war ja, also wir hatten ja so ein Hilleberg-Zelt und innen drin, also ein gelbes Innenzelt. Und da hast du es richtig drauf regnen hören. Mhm. Also wir sind wirklich drauf, also die im Sturzflug wie so Kamikaze-Piloten, kann man sich die vorstellen. Sind da drauf immer zu, so haben, glaube ich, immer den Rüssel verbogen, weil die so blutgeil waren, ja, dass denen wirklich einfach gar nichts mehr. Ich will den Kraneberger vom Gärtner. Mhm. Ja, und dann habe ich erstmal schon ins Urimat reingepisst gehabt. Aber wenn es dich schneidet, schneidet es dich. Ja.
Und dann das erste Mal, wo du dann sagst, okay, unten nur so einen ganz kleinen Spalt vom Zeltreißverschluss ausgemacht. Ich bin durchgekrabbelt, habe mich komplett eingedeckt mit Regenkleidung, dass sie halt nicht durchkommen, die Mücken. Rausgefetzt, Hose runtergezogen und halt das lange Braune in die Walachei gekippt. Wobei es war nicht lang, es war nur braun. Und es war sehr, sehr flüssig, muss man sagen. Und dann, also, du konntest ja nicht abwählen, gar nichts. Dann hattest du kein Gras da, nichts. Also es war wirklich ganz schön. Und da hatte ich ungefähr so 300-400 Mückenstiche in der Zeit. Und dann bin ich ja reingekrochen wieder. Dann hatten wir ja im Zelt bestimmt 80-90 Mücken drin. Die musste man dann erstmal alle gegen die Wand pressen. Das hat dann ausgesehen wie so ein Streuselkuchen. Also das war schon, ja, es war schon heftig, auf das jeden war Fall. Heftig, ja. Ja, und dann eine Stunde später oder eineinhalb Stunden später war es halt einfach nicht mehr auszuhalten. Mhm. Und dann habe ich mich dafür entschlossen, in eine Plastiktüte hineinzupfeffern und die dann rauszuwerfen. Das fand Franz nicht so toll, weil in unserem Vorzelt waren ja genauso viele Mücken. Und, aber ich muss auch sagen, wenn der Druck, geh mal da rechts, wenn der Druck groß genug ist, dann ist es dir egal, ob jemand da ist. Ja, ja. Also, das hättest du ja nicht ausgehalten. Ich meine, du musst ja rechnen, wo ich jetzt, also, wo ich ja da reingekommen bin, das dauert ja immer so 20 Minuten, bis der Extremjuckreiz dann ja mal ein bisschen runter geht. Ja. Und man muss sagen, wir hatten zu der Zeit, Gott sei Dank, auch noch Teebaumöl dabei. Das stimmt, ja. So, dass man das ein bisschen regulieren konnte. Ja. Und das fand ich, das war wirklich sehr, sehr gut. Und was auch noch ganz hilfreich war, wir konnten uns da recht natürlich ernähren. Also viel einfach Obst und Gemüse aus den Gärten. Gemüse, Wasser. Wenig Pestizide und Zeugs an Belastung. Und dadurch haben sie auch nicht ganz so arg gejuckt, glaube ich, wie sonst normalerweise. Ja. Sonst wäre man, glaube ich, dran verreckt. Also man merkt ganz klar, wie du dich ernährst, ob die Plätzen, also die Schwellungen, die Mückenstiche groß oder klein werden. Und da hat man wirklich Glück, dass wir zu der Zeit wirklich gut beieinander waren. Aber man hatte jetzt nicht unbedingt, finde ich, jetzt persönlich das Bedürfnis, das gleich öfter zu machen. Gleich wieder zu machen. Ja. Also, das ist halt diese 20 Minuten, ne? Wo du dich halt exorbitant zusammenreißen musst, dass du dir halt nicht den Arsch abkratzt. Ja. Oder halt, also wirklich, am liebsten würdest du ja nach hinten gehen und dir in den Arsch reinbeißen. Aber es geht halt nicht. Nee. Es ist halt nicht möglich, ne? Und das finde ich schon heftig auf jeden Fall. Absolut, ja. Schön, dass wir wie zwei alte Frauen hecheln. Ja. Die gerade von hinten die Haare gemacht bekommen. Das ist wirklich der Wahnsinn. Ja, wir haben zurzeit ein bisschen Schulterverspannungen. Und das zieht auch ziemlich auf den Brustkorb rüber. Ja. Dass man nicht so tief atmen kann, wie man es gerne möchte. Das ist richtig. Tiefes Atmen erhält einen dann doch. Ja. Das muss man ehrlich sagen. Ich fand ja auch damals die Situation in Großbritannien ziemlich witzig. Jetzt, also wir haben ja am Anfang schon erzählt, dass wir da die Toiletten, wenn sie da waren, gerne als Büro- oder Schlafstätten missbraucht haben. Aber insgesamt war es ja auch ziemlich cool, weil die viele von den ganz alten Kirchen, also die haben ja so diese, weiß gar nicht, ist das Barock oder was? Also so, oder es sieht so keltisch aus. Also wirklich, ja, ihr kennt ja wahrscheinlich Harry Potter. Harry Potter Kirchen. Und ungefähr in dem Stil. Und die stehen oft unter Denkmalschutz. Und dann darf man da gar nichts verändern. Auch auf dem gesamten Grundstück nichts. Also auch keine Trockentrenntoilette oder eine Komposttoilette aufstellen oder ähnliches. Also wirklich gar nichts. Gar nichts, genau. Und jetzt haben die natürlich keine Toiletten. Aber es kommen ja nicht nur so verrückte Leute wie wir und wollen da übernachten. Sondern die Kirchen dienen ja normalerweise auch zu anderen Veranstaltungen. Wie zum Beispiel Gottesdienste, Beerdigungen, Hochzeiten und so weiter. Und da müssen Leute auch aufs Klo. Und deswegen gibt es da diese Regelung oder, ja, wie nennt man das, so eine, hat sich so eingebordet, ausgesprochene Richtlinie quasi,
to go behind the gravestone. Ja. Also ich gehe mal kurz hinter den Grabstein. Und piss da. Und das ist halt echt normal, ne? Ja. Das musst du halt erst also, mal gewöhnt werden. Mach das mal in Deutschland, dann hast du sofort eine Anklage am Hals wegen Grabschändung. In Großbritannien zeigst du damit nur, dass du ein ehrenwerter, gläubiger Christ bist. Ist das die natürliche Reinigung der Grabsteine? Ja. Nee, also es ist ja wirklich abstrakt. Also wo man das erste Mal wahrgenommen gehabt hat, muss ich sagen, kam ich nicht so gut drauf klar. Ja. Ähnlich aber auch wie mit dem Altar umgegangen wird. Das stimmt, ja. Wenn dann die älteren Herrschaften da drin gerade ihren Chor haben, danach wird der Altar halt leer geräumt und dann wird Fisch und Chips drauf gegessen. Ja, ich meine, also das ist halt dieser Backfisch mit Pommes. Pommes, ja. Das ist halt nur mal ein Tisch und zum Essen braucht man einen Tisch. Und so viele Tische gibt es in der Kirche nicht. Ja, ja, dann nimmst du den Wir halt sehen her, das da ne? eher pragmatisch. Ja, wobei die alten Omas, die waren ja wirklich mega, mega lustig. Das muss man sagen. Hat man sehr genossen. Ich fand insgesamt halt auch so diese... Es gab ja unterschiedliche Brillentypen auch. Stimmt, ja. Also, dass du sagtest, also aus Metall, dir friert einfach der Arsch fest. Oh ja. Dann hattest du dieses, also am geilsten, fand ich, waren ja immer diese Klobrillen, die dir sofort den Fußnerv abgeschnürt haben, dass dein Bein taub wurde. Geniales Zeug. Muss jeder mal ausprobieren. Ich fand zwischendurch, wo wir jetzt, das war glaube ich auch in Schweden einmal, wo wir in so einer Art Bio-Hotel oder so eingeladen wurden. Ja. Und die hatten ja auch nur, oder was heißt nur, aber so Trockentrennen bzw. so Komposttoiletten. Und die hatten dann ja Styropor-Klobrillen. Ja, ja, die so ultra warm waren. Ja, da setzt man sich drauf und es ist sofort erstens ein bisschen weicher. Und muckelig. Und muckelig warm, ja. Super geil, ja. Vor allem, wenn es draußen saukalt ist, du setzt dich da drauf und sofort wird der, also auf dem Rand, wo du sitzt, auf diesem Styroporrand, wird sofort warm. Ja. Ja. Ein so ein Hauptthema, was wir hatten, warum wir den altbekannten Arschlappen eingeführt hatten, ja, war ja, dass es eigentlich nie Toilettenpapier gab. Mhm. Also Toilettenpapier ist ja auf Toiletten an sich verpönt. Ja. Das sollte da niemals sein. Vor allem, wenn du dann immer schneller reinrumpelst und nicht kontrollierst, ob es da ist, da hatten wir mal eine Blindentour. Und da waren wir in einem Hochseilgarten und haben wir praktisch, also das war ein Projekt, fühl dich ein, wie ist es blind zu sein, wie ist es das zu lernen, haben mit Jugendlichen und Kindern gearbeitet und da war eben ein so ein Thema in einem Hochseilgarten. Auf jeden Fall musste ich blinderweise auf die Toilette, habe mich erstmal durchgefragt mit meinem Blindenstock und dann bin ich irgendwie in diese Toilette reingekommen. Alter Falter. Da war das Erlebnis im Hochseilgarten ein Dreck dagegen. Ne? Ja, ja, das war Minimalismus, würde ich sagen. Auf jeden Fall da rein, erstmal einen abgelöhrt, wie ein Schlammlöhrer in Rückenlage und dann greifst du da so unten hin so. Und du merkst schon, oh, das geht nicht gut. Scheiße, da ist nichts. Das hätte ich vorher checken sollen. Hey, dann versuchst du erstmal in dieser Toilette überall zu tasten, ob es nicht doch irgendwo Toilettenpapier gibt, dann langst du in Spinnenweben, die toten Fliegen hast du an den Fingern kleben und. Dann habe ich im letzten Eck noch so eine fast zu Ende gefriemelte Rolle gefunden. Wo noch so Fetzen dran waren. Ja, ja. Und ihr kennt doch diese Taktik. Ihr habt ein so ein Blatt Toilettenpapier, nehmt es zusammen, reißt in der Mitte raus, steckt den Finger durch, kratzt es ab. Das Braune ist unter dem Fingernagel und dann tut ihr das rauswischen. Also ungefähr so viel Papier war es. Und mit dem Papierstrom musst du dich irgendwie abwischen. Und jetzt wollte ich die Toilette natürlich nicht ungepflegt hinterlassen. Und suchte nach der Schrubberbürste für die Toilette, also nach der Toilettenbürste. Auf jeden Fall, das war gar nicht so schwer, die fand ich relativ gut. Ich hatte eine kurze Hose an, muss man mit dazu sagen, und war barfuß. Ja, war vielleicht nicht die beste Idee, weil irgendjemand hatte daneben gepisst, wo ich schon drin stand. Aber wenn du blind bist, fühlst du mit den Füßen einfach deutlich mehr.
Ja. Weil das ist praktisch wie Hände auf dem Boden. Du kriegst ja sonst gar nicht mit, dass du in der Pisse stehst. Es ist viel besser, wenn du so rum machst, ja. Das ist wohl wahr. Deutlich besser. Und dann war das so eine typische IKEA-Toilettenbürste, wo ja oben dieser Einhaker ist, also wo ja das Häkelchen ist. Und dann geht es so raus. Ja. Und er geht so streng. Ja. Und auf jeden Fall habe ich versucht, irgendwo mit dem anderen Fuß das festzuhalten. Und dann macht es flitsch. Uiuiui. Die ganzen Toilettenpapierreste, alles mir voll gegens Bein. Ah. Ja, da war ich dann schon ziemlich genervt. Muss ich ehrlich sagen, da hatte ich mir dann schon gedacht gehabt, so, ja, könnte besser sein der Tag heute. Ja. Und dann war ja diese Tür. Mhm. Dann hat diese Tür geklemmt. Jetzt ging diese Tür nicht mehr auf. Jetzt musst du dir vorstellen, also du bist da blind drin und klar, du könntest dir jederzeit die Abklebungen von den Augen runterreißen, aber es geht ja um diese Gefühle. Also die halt wirklich auch nachzufühlen. Mhm. Ja. Und da, ey, du wirst panisch. Absolut, ja. Du kommst da einfach nicht raus. Und ich stelle mir das halt echt ultra hart vor, zu sagen, du bist irgendwo und du weißt, wenn ich jetzt sehen würde, könnte ich dieses Problem lösen. Mhm. Aber weil ich nicht genau erkenne, woran es liegt, kann ich es nicht lösen. Ich hatte ja mal eine ähnliche Situation, nicht blind, wo wir in einer Stadt waren. Ich weiß nicht mehr genau, wo das war. Und da bin ich in so einer Dönerbude auf die Toilette gegangen. Stimmt, Alter, genau. Jetzt gab es da folgendes System, was ich natürlich nicht gecheckt habe. Wenn man als Gast die Toilette benutzen möchte, das war im Prinzip gedacht, um eben Leute wie mich, also die einfach nur das Klo nutzen wollen, ohne was zu essen, auszuschließen oder in dem Fall einzuschließen, das hat ja dann auch musste man zum, ja, zum Tresen hingehen, sagen, dass man auf die Toilette will und bekam dann nicht etwa den Schlüssel für die Toilettentür, nein, sondern die Innentürklinke. Das heißt, ohne diese Türklinke in der Hand konnte man natürlich ohne Probleme reingehen, man konnte aufs Klo gehen, man konnte sich die Hände waschen, man konnte hinterher, ja, schaut man dahin und sieht, scheiße, da ist keine Tür ist wohl zu, da ist keine Türklinke. Scheiße! Von außen kann man sie öffnen, von innen nicht. Ja, da hast du mal ein Problem, wa? Da hast du ein Problem, ja. Ja, mir ist ja dann nur aufgefallen, der kommt länger nicht. Und ja. Franz kackt ja schon immer ganz gerne etwas länger. Ne, also das kann schon mal eine Sitzung werden, wo du sagst, da habe ich 11 Döner gegessen. Ach, ich habe gedacht, nee, das ist nicht normal. Ja. Das ist nicht normal. Da muss ich trotzdem mal nachgucken. Ja, dann habe ich nachgeguckt und dann saß er da drin wie so eine eingesperrte Taube. Du. Und das Krasse war, dass ich ja nicht der Erste war, sondern man konnte innen schon sehen, wirklich die Faustabdrücke. Ja, ja. Und teilweise wurde dann der, also so die, die Verkleidung von der Wand oder von der Tür wirklich eingedrückt worden war, wo Leute dann aus lauter Panik so dagegen geschlagen und getreten haben, um stimmt, rauszukommen. Ja. Und eine Situation, eine ähnliche hatte ich mal in Rumänien auch. Da hatten die so eine, so eine Holztoilette. Also das war eine Bar, da durfte ich das Internet nutzen. Da hatte ich dann gearbeitet. Und dann war eine Toilette und die war komischerweise, also es war so, so ein kleiner Holzverschlag. Und die Tür war von innen wie von außen mit einem Riegel verschließbar. Uiuiui, das sieht man. Und dann war ich da drauf. Hab sie von innen wieder aufgesperrt und währenddessen ging draußen jemand lang und hatte den äußeren Riegel zugeschoben. Nein! Und dann bist du drin, kannst nichts machen. Oh, scheiße. Ich konnte dann, du warst ja, weil wir haben uns ja aufgeteilt, Heiko war am Zelt, das war, keine Ahnung, 3 Kilometer weit entfernt. Oh, kacke. Und zum Glück, das hattest du erzählt, ja? Zum Glück war dann aber die Wirtin. Das war für mich nicht so schlimm, weil ich war ja nicht da. Ja, die Wirtin von diesem Restaurant. Die wusste ja, dass ich da war und eigentlich am Computer arbeite. Und es passiert da wohl regelmäßig, dass sich gerade Jugendliche den Scherz erlauben und diese Toilette bei Gästen von außen zumachen. Ja. Weil das war eben direkt am Gehsteig. Und die hat mich dann wieder befreit. Scheiße, scheiße. Ja, das ist schon hart. Ja. Also, was mir aufgefallen ist, dass es ja deutlich mehr Toilettengeschichten gibt. Das stimmt, als wir jetzt erstmal so denken. Ja. Also jeder hat ja irgendwas schon mal erlebt. Mhm. Da gab es so eine voll
automatische Toilette in Frankreich, die sich dann immer wieder gespült hat, wenn ein Gast draußen war. Und die hatte eine Fehlfunktion. Und also von aber oben, vor den Dingen, finde ich, hat man ja eh immer Angst. Ja, ja, mit den Knöpfen und es geht nie wieder aus mit diesen, auf mit diesen Magnetmechanismen. Ja. Und da bin ich auf jeden Fall reingegangen. Und dann geht immer, wenn du reingehst, diese komplette Dusche von oben und unten an. Ich habe ausgesehen. Ich war patschnass, das war an dem Tag scheiße kalt. Und es ist ja noch voller Desinfektionsmittel und Scheiße. Alter Mann, da war ich sauer. Ich habe mir mindestens eine halbe Stunde gebraucht, bis ich wieder drunten war. Ja. Weil, ich meine, was für ein Blödsinn. Ich meine, vor allem, es war windig. Es war arschkalt. Und jetzt war es ja auch noch patschnass. Also, was für ein tolles Happening. Mhm. Also, das fand ich überhaupt... Uiuiui. Ja, da bricht man ein bisschen ein. Falls es ein bisschen wackelt, das liegt daran, dass ich hier ab und zu einbreche. Nee, also, das fand ich ziemlich extrem auf jeden Fall. Wo man auch gemerkt hat, okay... mehr Technik verbessert den Toilettengang nicht. Nee. Dann hatten wir einmal so eine japanische, oder ich hatte so eine japanische Toilette, da wo ja dann von unten, wenn du dich dann, also du setzt dich drauf und dann redet die erstmal mit dir. Das ist ganz angenehm, ne? Das ist ein bisschen wie so eine Einschlafmusik. Und mir war schon klar, dass dann irgendwann so dieser Wasserstrahl in meinen Arsch reinschießt und mir so eine anale Säuberung anbietet. Und ich hätte nicht gedacht, wie krass das ist. Mhm. Also irgendein lustiger Kerl vorher hatte auf jeden Fall dieses Ding auf volle Pulle gestellt. Ja? Das fand ich nicht so lustig. Und vor allem, also du kannst ja so Temperaturen einstellen. Warm, kalt. Mhm. Ja, das war kalt. Oh je. Ich habe dann mal warm gedreht, dann war es schön. Das glaube ich. Ja. Dann war es schön. Ja, dann kommt noch der Föhn. Der macht dann so eine Dauerwelle in deine Schambehaarung. Das ist klasse. Danach stehen die Weiber auf dich ohne Ende. Das ist super. Ja, also man muss sagen, also ich finde ja insgesamt, also was wir an Toilettenpapier selber verbrauchen, ist ja ein totaler Witz, brauchst du ja nicht. Nee. Also wir haben ja jetzt seit 9 Jahren leben wir mit einem Waschlappen. Waschlappen, genau. Also seit 9 Jahren. Mhm. Gucken wir mal so rum. Okay. Und ich meine, das muss man sich halt echt mal vorstellen. 9 Jahre. Und hat dir irgendwas gefehlt an dem Arsch? Nö, im Gegenteil, es ist ja eigentlich viel angenehmer. Aber wenn du jetzt sagst, also dieses Klopapier, wenn das jetzt, vor allem wenn du jetzt... Recyceltes Klopapier. Ja, und wenn das jetzt so ein bisschen, also so dieses dünnere ist und du hast jetzt vielleicht wirklich, weil du irgendwo was Komisches gegessen hast oder so, dann, dass du halt mal häufiger aufs Klo musst. Es gibt ja dieses 3er 30er Körnungspapier. Ja, ja, genau. Ja, dieses Schleifpapier für Arme, wo du dann ja, also das haben wir halt relativ schnell gespürt und haben dann auch gesagt gehabt, okay, also wir können das auf die Dauer nicht bringen, weil es tut dir einfach wirklich weh. Ja. Wenn dein Arsch aufgerieben ist von diesem Schleifpapier in Form von Toilettenpapier, dann läufst du dich halt einfach auch wund. Ja, ja, du musst ja bedenken, man ist ja die ganze Zeit noch zu Fuß unterwegs. Und da will man ja eigentlich gerade an den Stellen nicht wund sein. Eben, richtig. Und das fand ich schon echt ziemlich extrem. Also, dass es halt einfach nicht ausgleichbar war, weil es halt eben so viel schlechte Toilettenpapiere gab. Mhm. Wir haben dann auch einen großen Artikel über Toilettenpapier mal geschrieben, weil wir dieses Thema an sich total spannend fanden. Ja. Was dann bei recyceltem Toilettenpapier... weil wir eben an vielen Papierfabriken oder Toilettenpapierfabriken vorbeikamen und wir dann halt eben gesehen haben, aus was wird recyceltes Toilettenpapier hergestellt, mhm, und wo die ganze Druckerschwärze, Farben... Ja, was da für Giftstoffe, allein die Bleichmittel und so, die dann ja wieder reinkommen. Diese Lösungsmittel. Und ja, ich weiß gar nicht, da gab es ja verschiedene Methoden, dass es chlorfrei gebleicht wurde dann, ja, von denen die meisten Ersatzmittel aber auch wieder Chlor... enthalten haben, also nur in einer anderen Form. Ich weiß nicht mehr ganz genau, wie es war. Aber ich weiß noch, also das eine, das, was wir aus dem Spanischen rausgezogen hatten, von einer Firma, die das mal für sich selbst kontrolliert hatte, mhm, da waren ja über 4000 verschiedene Giftstoffe nachweisbar in einem, ja, toxikologischen Screening. Ja. Also wo das halt nachempfunden wurde. Und das Thema ist ja, jeder, der schon mal ein Zäpfchen benutzt hat, weiß, dass wir über die Schleimhäute
ja sehr, sehr stark auch Stoffe von außen in den Körper aufnehmen können. Und wenn man jetzt... Und jetzt reiben wir das die ganze Zeit dahin, das ist halt einfach nicht so sinnvoll. Ich finde jetzt, also egal welches Toilettenpapier wir da getestet hatten auch, das war ja immer so, dass du dich ohne das an sich wohler gefühlt hast. Mhm. Und dann wurden wir wirklich, also eigentlich erst durch eine Not, weil nie Toilettenpapier da war, wurden wir dazu gezwungen und danach wurden wir echte Fans davon. Und man muss ja auch sagen, man hatte ja vorher schon verschiedene, eben auch immer aus einer Not heraus, verschiedene Klopapier-Alternativen ausprobiert, weil wir ja viel im Survival-Bereich auch unterwegs waren und zum Teil ja monatelang komplett autark im Wald gelebt haben. Ja, Zipfelmützenmoos. Genau, und da sind wir ja auf Klomoos umgestiegen. Ja, Hartlefeucht hoch 3. Mega. Also jeder, ich fand auch von den Teilnehmern, das war ja immer so, was, kein Klopapier und jetzt soll ich mir mit irgendeinem so dreckigen Waldboden den Arsch abwischen, das geht ja gar nicht. Bis das dann einmal gemacht hat, meinte, boah, das ist ja geil. Hartlefeucht. Das fühlt sich ja, wir haben ja sogar mal teilweise überlegt, ob wir nicht eine neue Firma gründen und Moos, Klomoos-Vertreter werden sollten. Nee, also ich fand es mega krass, dass ich auf der Steinzeit-Tour war, 3300 Kilometer zu Fuß, also in steinzeitlicher Manier. Also die ersten 1100 Kilometer waren rein steinzeitlich. Und da war ja Klomoos eigentlich so dein täglicher Begleiter oder halt andere Blätter. Mhm. Und hab mir so alles an Blattwerk ausprobiert. Einmal habe ich auch was Verkehrtes erwischt, da musste ich Sonnenblumenblätter nehmen. Das ist ungefähr wie Toilettenpapier mit einer 48er Körnung. Ja, das glaube ich. Das tut nicht so gut. Das ist ja komplett raus. Das ist ja wie so eine Kuhzunge eigentlich. Wie eine Kuhzunge, aber geil. Wie heißt es immer so schön, in der Not frisst der Teufel fliegen. Und da war Not. Das glaube ich. Not am... ich hatte so ganz viele Tierchen am Vortag eben gefunden, die dann verköstigt werden mussten. Uh-huh. Und das ist irgendwie nicht ganz gut gegangen. Oh je. Also das wollte dann wieder raus. Uh-huh. Und... Ja, ich habe ja da auch mal ein falsches Wasser erwischt und da gab es nur Stroh zum Auswischen. Boah, scheiße. Ah, da habe ich ja ich glaube, ich habe da 5 oder 6 Liter an dem Tag rausgebrüllt. Mhm. Und also ich war rot wie ein Pavian-Arsch danach. Das glaube ich. Ah, ja. Da war ich auch kurz davor aufzugeben und zu sagen, okay, so geht's nicht weiter. Also es ist Ende, aber dann am nächsten Tag wurde es echt wieder besser. Ja. Und dann konnte man schon noch weitermachen. Ja. Gibt es noch irgendeine lustige Klogeschichte oder machen wir hier den Deckel zu? Ich glaube, da können wir den Deckel fast zumachen. Deckel drauf. Deckel drauf, ja. Würde ich sagen. Ja. Mir fällt nichts mehr ein. Falls ihr Bock habt, ihr könnt ja mal, wenn ihr auch lustige Klogeschichten oder skurrile Klogeschichten erlebt habt, die mal in die Kommentare unten reinschreiben. Dann, ich glaube, das ist auch für uns eine... Ganz interessant, was es sonst noch so für Erlebnisse in dem Bereich gibt. Ich weiß nicht, ob man da sogar Bilder einfügen kann. Ich habe ja keine Ahnung von dem ganzen Social-Media-Zeug. Aber falls ihr Bock habt, falls es geht natürlich, ich weiß es nicht. Ich glaube nicht. Oder vielleicht Links zu Bildern oder so. Links zu Bildern oder falls ihr irgendwo mal eine Toilettengeschichte habt, haut die einfach rein. Wenn ihr mehr von unserer Weltreise wissen wollt, wie das denn war, 7 Jahre im Geldstreik zu leben, da gibt es das Buch Lieber zu Fuß um die Welt als mit dem Mercedes zur Arbeit. Das handelt darum, dass man einfach sagt, das Schönste an meinem Job war, dass sich der Stuhl dreht. Oder ich war nicht ganz so glücklich, dass ich das ganze Jahr gearbeitet habe, nur um mir die Steuer zu leisten. Und falls ihr irgendwo so auch so ein Lebensabenteurer werden wollt, dann haben wir ein Buch geschrieben, wo man vom Nano zum Mikroabenteurer, vom Mikroabenteurer zum Abenteurer und vom Abenteurer zum Lebensabenteurer werden kann mit dem Titel Raus aus dem Alltag, rein ins Abenteuer. Genau. Wenn ihr irgendwelche Survival-Kurse oder ähnliches buchen wollt, Wildniskurse, tralala. Weil ihr zum Beispiel unbedingt mal Klomoos ausprobieren wollt. Dann meldet euch einfach bei uns. Wir haben Kurse satt. Yep. Also 1200 verschiedene Partner überall rumliegen. Also von daher gesehen, da werden wir schon das richtige Skurrile finden. Zum Beispiel Zombie-Survival. Ja. Nee, also sehr, sehr lustige Sachen. Autohygiene, wenn wir bei dem Autohygiene. Das wäre schon was. Ja. Ansonsten wünschen wir euch heute an dem schönen Tag noch viel Spaß, viel Freude. Lasst es euch gut gehen. Und wir bauen jetzt erstmal in unser fahrendes Expeditionsmobil eine Trockentrenntoilette ein. Ja. In diesem Sinne, viel Spaß und Baba. Ciao!
Thank you.